Ich will das einfach nicht. Das kann man so nicht sagen. Ich will jetzt nicht mehr reden. Guten Morgen! Wer kennt das nicht? Meinungsverschiedenheiten zwischen Freunden in der Beziehung oder Bekannten und ja, man kommt in eine Diskussion und innerhalb des Austauschs der Argumente spricht dann im Endeffekt nichts mehr für die These des Gegenübers und dann kommen gerade genannte Aussagen. Hier treffen wir auf das Ego der Menschen. Egal bei welcher Thematik, egal welches Geschlecht, diese Verhaltensweise betrifft sehr, sehr viele Menschen. Und das ist eine Situation, wo ich selber mich immer wieder einer großen Herausforderung stellen muss, um nicht emotional zu werden. Natürlich kann man sich darüber aufregen, dass man nun eigentlich offiziell nach einer ausgiebigen Diskussion Recht bekommen müsste und es so ungerecht ist, dass es nicht der Fall ist, sondern dass der Diskussionspartner einfach zumacht, wo er verloren hat. Aber was bringt uns das? Was bringt uns das? Und vor allem, spricht da nicht auch nur unser Ego in dieser Situation zu uns? Ich habe Recht. Wieso kann das der andere nicht einfach anerkennen? Ja, der Gegenüber ist wahrscheinlich kleingeistig. Aber wenn du dich nicht davon freimachen kannst, dich zu ärgern, dass der andere dir nicht Recht gegeben hat, dann bist du ebenso kleingeistig. Hier ist wirklich ein Punkt, wo ihr ansetzen könnt. Ganz konkret. Lächelt einfach. Das ist so massiv schwer. Ich kann das nachvollziehen. Einfach an einem Punkt, wo euer Ego sich als Sieger wähnt, nicht im Ruhm zu baden und den Sieg auszukosten, sondern einfach zurückzutreten und den Wunsch des anderen Menschen, dass er nicht weiter diskutieren will, obwohl er verloren hat, einfach zu akzeptieren. Eine unglaubliche Herausforderung. Aber nicht das Lesen von schlauen Büchern oder tollen Videos bringt dich weiter, sondern die Praxis. Ich hatte immer wieder gefragt, wie kann man sich ändern? Aber die Menschen wollen oft nur schlaue Sätze hören, wo sie zustimmend nicken und zufrieden dann nach Hause gehen. Aber wenn man ihnen sagt, dass man sich jetzt sofort ändern muss und auch jetzt sofort ändern kann, genau jetzt, ohne Vorbereitung und doppelten Boden, einfach ändern, einfach Dinge anders machen. Gegen die eigenen Emotionen und gegen die eigenen Gewohnheiten antreten, wie eben in genannter Situation, dann machen das die Menschen nicht, machen das viele Menschen nicht. Menschen wollen sich oft nicht ändern. Sie haben nicht das Bedürfnis, sich zu ändern. Sie artikulieren das, weil sie das in Videos gesehen haben, weil sie andere Menschen sehen, die anders sind, also wollen sie sich ändern, aber sie wollen sich nicht ändern. Sie nutzen ihr Ego, um damit anzugeben. In Situationen, wo sie ihr Ego nähren können. Wie eben obige Situationen. Aber in Situationen, wo sie unterlegen sind und ihr Ego leidet, dann wollen sie sich plötzlich ändern. Weil ihr Ego leidet und weil sie nicht on the top sind. Dann wollen sie sich ändern. Manchmal klappt das dann auch. Daher sage ich auch immer wieder, Leid kann gut sein. Leid fördert Änderung. Aber wenn ihr euch wirklich ganzheitlich und vollkommen ändern wollt, dann müsst ihr auch bereit sein, euch dann zu ändern, wenn es euch gut geht, wenn ihr on the top seid, wenn ihr der Sieger seid. Es bringt nicht jemanden, der eine Diskussion beendet und sich vor jeden weiteren Worten verschließt, das bringt nichts, diesen dann immer noch weiter darauf aufmerksam zu machen, dass er jetzt einfach keine Argumente mehr hat und dass er verloren hat. Er weiß das, er spürt das. Es bringt nichts, diesen Menschen auf seine Kleingeistigkeit hinzuweisen, dass er eben jetzt einfach zumacht oder so weiter, obwohl es eigentlich jetzt klar ist. Das bringt nichts. Das ist nur die Nährung des eigenen Egos. Man muss dann einfach akzeptieren und lächeln. Auch hier bei YouTube kommt es zu Situationen, wo der Gegenüber in einer Diskussion zum Beispiel oder in den Kommentaren Argumente gar nicht erfasst. Und einfach immer wieder
seinen emotionalen Gefühlen nachgibt und immer irgendwie wieder dasselbe hinschreibt. Ich habe das schon ganz, ganz häufig gelesen in den Kommentaren, auch mit meiner Person jetzt zusammen, aber auch untereinander. Und dann könnte ich mich natürlich darüber aufregen und merke es auch teilweise, dass ich das mache. Und wenn ich irgendwo unterwegs bin und per Handy einen Kommentar beantworte, dann ist das sogar auch zu sehen, dass das so ist. Am Computer reflektiere ich meistens meinen Kommentar noch und nehme ihn dann zurück, lösche ihn, wandle ihn ab. Aber es ist der erste Impuls, das ist auch oft bei mir, dass ich mich dann darüber aufrege, warum der dann immer wieder dasselbe sagt. Ja? Obwohl ich ihm das aus meiner Sicht zumindest Information geboten habe, das zu reflektieren und zumindest das zu inkludieren. Aber dieser Mensch emotional einfach wieder dasselbe schreibt. Und deswegen tue ich dann irgendwann dann, und das ist eben genau das, was ich euch dann empfehle, lächeln. Und schreibt dann zum Beispiel sowas wie, ja, danke für deine Meinung. Und reite nicht auf dessen Unzulänglichkeiten herum. Oder das, was ich als Unzulänglichkeiten betrachte. Ne? Vielleicht ist das ja auch die Wahrheit. Und deswegen tue ich auch jeden Kommentar, auch der konträr ist, wirklich versuchen zu überdenken, bewusst zu überdenken. Auch da ist natürlich eine Problematik, wenn ich unterwegs bin mit dem Handy und da es gucke, liegt der Grad nicht ganz so hoch. Und deswegen versuche ich auch für mich, vielleicht habe ich Unzulänglichkeiten, vielleicht habe ich irgendetwas nicht genau bedacht. Und es ist schon mehr als einmal vorgekommen, dass durch eure Kommentare ich auch anders gedacht habe danach. Ne, reflektiert habe. Oder zumindest ich habe mal drüber nachgedacht, dass das, was ich gesagt habe, eigentlich total viel Sinn macht und richtig gut ist. Aber es ist ein gutes Gefühl, darüber nachgedacht zu haben und eine andere Stellungnahme auch inkludiert zu haben. Sucht euch durchaus Menschen, die emotionale Probleme mit gewissen Themen haben, wo ihr genau spürt, dass ihr die besseren Argumente auf eurer Seite habt. Schneidet diese Themen ruhig an, und wenn der andere dann wieder in diese Emotion hineinfällt und etwas oder entweder sowas sagt wie, ja, dass er nicht mehr darüber reden will, ich will jetzt nicht mehr, oder auf eure Argumente gar nicht eingeht, dann probiert es einfach. Probiert einfach zu lächeln und die Situation zu akzeptieren und euer Ego nicht zu nähren. Eine sehr interessante Erfahrung, und ihr werdet euch in der Situation direkt wahrscheinlich nicht gut fühlen, wenn ihr zumindest über ein starkes Ego verfügt. Ihr werdet euch sogar eventuell als Verlierer fühlen. Aber lasst mal ein paar Stunden ins Land gehen und dann rekapituliert ihr diese Situation noch einmal. Es fühlt sich richtig gut an, sein Ego in dieser Situation nicht genährt zu haben. Es zeigt euch, zu was ihr imstande seid. Ich wünsche euch viel Freude mit diesem Experiment. Alles Liebe, Euer Christian. Tschüssi.